Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar im nebligen Prebislawitz. So, wir haben diese wunderschöne Ort, ich wollte schon wieder Stadt sagen, ich sage lieber Metropole. Ich muss mal gerade Luft holen. Ich habe wieder zu schnell gelabert. Es ist ein Trauerspiel. So, ich brauche meine fette Rüstung weiterhin an, weil wir ständig von Banditen überfallen werden. So, schade, ich habe hier keinen Zuber. Das ist so schade, das fehlt echt noch. Und ein Schneider. Das ist echt noch... Echt schade. Na gut. So, dann gehe ich mal hier kurz mir ein neues Schild holen, weil das alte habe ich irgendwo verkauft und ich weiß nicht mehr wo. Guck mal hier, das stimmt. Das mit den Ebern ist neu, ne? Aber eigentlich finde ich das mit diesem Wildschweinkopf am coolsten. Gucken wir mal. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Guten Tag. Handeln. Alles Gute. Waffen. Da, Keilerschild. Hier. Es ist immer noch der beste Speer. Mal gucken. Ne, es ist echt das beste Schild. Das nehmen wir dann auch wieder. Klopfer. Rettender Engel. Klopfer. Ist das ein neues Schwert? Spalter? Macht, ist die Frage, was mein Schwert macht. Wo ist mein Schwert überhaupt? Ach, ich kann das hier gar nicht verkaufen. So. Meins macht 75 Schlag, Stich 45. So, müssen wir jetzt erstmal wieder... Keilerschild. Ach, jetzt sind wir wieder der Alte. Wunderbar. So, ich habe euch versprochen, dass wir jetzt mal den Wald ein bisschen erkunden von Prebislawitz. Oh, ich muss mir gerade hier mal in meine Jabba-Position mich wälzen. Oh. Also den Kopf so legen, dass man zehnfach Kind bekommt. So, oh. So jetzt sitze ich bequem. So, okay. Meine Güte, ich rede zu schnell. Kurzer Atem ich heute. So, und zwar, ich hatte auch hier unten vor, mal hier in die Wälder zu gehen. Aber heute gehen wir so. Unser erster Halt ist hier. Warte. Hier. Guck, was ist das denn da für ein Dingens X? So, und dann haben wir noch verschiedene Orte, Sehenswürdigkeiten quasi. Nördlich von Prebislawitz. Da war ich nun wirklich noch nie. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt? 12 Uhr mittags. Wir haben so schon die ganzen Dinger gerodet. Der Heinrich hat jetzt auch schon mehrmals davon gelabert, dass es später zu größeren Erweiterungen kommt. Genauso wie der Herr Divisch. Also es... Klar ist das cool, wenn das so wäre. Aber es wäre schon komisch, das als DLC zu releasen. Und dann sagen, ha, Überraschung, man kann das Dorf jetzt noch weiter ausbauen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Normalerweise hat man bei DLCs sowas da eigentlich, glaube ich, nicht. Ach, guck mal hier. Das ist so ein, das ist hier nicht so quasi so ein Haus. Ah, nee, kann man schlafen. Speichern und schlafen. Kann ich hier irgendwas öffnen? Sieht aus wie so ein Haus von einem kleinen Gnom oder so. Gibt's aber mehrere so. Ach, guck mal, hier hübsch. Guck mal hier, als ob hier mal ein Weg war oder so. Also wir könnten ja gucken, wenn wir hier irgendwo noch so Ruinen finden, dann kann man ja schon fast vermuten, dass eventuell... Ich kann nicht alles stehen und liegen lassen. Ach so, wegen aus dem Wald abhauen, ne? Ja. Pebbles, komm, wir gehen weiter. Da vorne sind... Guck hier, guck! Ich hab's doch gesagt, hier ist noch eine Hütte. Hier sind überall so kaputte Hütten im Wald, ganz nah an Prebislawitz. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier zum Beispiel der Wildhüter rein könnte. Eine Mühle haben wir auch nicht. Ich meine, muss ich immer Mühlen haben, was wäre schon... Wir haben ja keine Felder, weil wir halt mitten im Wald liegen. Aber siehst du, das ist wieder so ein Anzeichen darauf. Ja. Aber es liegt am Kartenende. Natürlich dann doof. Ja. Wir reiten jetzt in die falsche Richtung, aber... Warte, ich muss mal die Pfeile wechseln. Wir sind momentan noch bei den Giftpfeilen.
Mit den normalen hochwertigen Pfeilen. Ich habe mir ein paar gekauft. So, hier ist der Bach, ne? Nee. Gut, da gehen wir jetzt erstmal nach Westen. Ja. Zum Richtung Marker. Zum Richtung Marker. Da müssten wir eigentlich noch so ein Jagdgebiet finden. Wir können ja noch ein bisschen was abknallen. Erlegen. Entschuldigung, abknallen ist eher sowas Amerikanisches. Gehe ja am Abknallen. In der Safari. Ja. Die Lappen. So. Oh, überall neue kleine Tannen. Ein bisschen galoppieren. Ich will jetzt nicht in Vollspeed hier durch, weil ich mich hier ein bisschen umgucken. Hier sind überall Fliegenpilze. Ich überlege, ob ich ein paar Fliegenpilze sammeln soll. Wir können auch hier rumlaufen, das ist eigentlich besser. Toll, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Wenn ich auf Pebbles sitze, sehe ich sie da. Fliegenpilz. Ich finde Fliegenpilze cool, wie die aussehen. Aber so wie die hier aussehen, sehen sie in der Natur meistens nicht aus. Ich kann das Herrschaftsgebiet nicht ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. Finde ich auch cool, dass er das sagt. Keine Kräuter. Also meistens finden wir hier nur Pilze. Pebbles, du musst mitkommen. Oh, oh Gott. Du musst ja nicht genau neben mir erscheinen. So, was ist das jetzt hier? Also, Mann, ist das cool. Ach, ist ein schönes Spiel. Tut mir leid. Ich hab's versucht zu vermeiden, das schon wieder zu sagen. Weil ich es schon so oft gesagt habe. Es ist einfach. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn jetzt? Hier ist auch irgendwie noch ein. Da, guck! Da ist noch ein Flusslauf. Der entspringt hier seiner Quelle, aber ich glaube, da können wir nicht hingehen, obwohl es hier ein Jagdgebiet gibt. Und zwar genau hier. Nein, nicht boxen. Der will aber nicht hingehen. Nee, nach Osten, nach Norden wollte ich. Der will auch nicht mehr hingehen. Wir laufen jetzt echt schon. Guck mal, da hinten ist irgendwo die Quelle. Ich vermute, dass wir da irgendwann mal hin können, aber jetzt halt nicht. Vielleicht ist die Karte auch falsch. Noch hier sein. Dort unten ist der Fluss auf jeden Fall. Können wir wissen, was passiert, wenn wir weiter in die Richtung laufen? Ist bestimmt alles grün oder geht die Karte runter, weil ich vermute, es ist einfach grün. Ach komm, gehen wir dem Fluss entlang ein bisschen. Ach guck mal, hier sind Sachen. Nee, auch nicht. Müssen wir ein paar. Ein Ziel. Ach, da oben ist das Gehöft. Genau, das sehe ich auch hier auf der Karte. Das sieht man aber auf der Map auch. Das gibt's doch nicht. Das ist jetzt der andere Fall. Ach komm, ich nehme alles mit Scheiß drauf. Ich kann's nicht vergeuden, ich kann's nicht. Meine Roffner und so, ich find's ja auch immer wieder blöd. Ich sag's ja auch schon tausendmal. Mann, ist das hübsch hier. Stell dir vor, du wohnst hier und auf einmal kommt da so ein Typ in Platte aus dem Wald. Oh, das ist ein Feld. Hallo? Jemand schon? Ah, hier wohnt sogar jemand. Dorfbewohner, ja, er dreht schon direkt um. Gott sei mit dir, Heinrich.
Sie kennen mich anscheinend auch schon alle. Es ist so beängstigend. Hey! Ich hab nichts gemacht. Matt. So, jetzt sind wir hier und jetzt müsste... Da... Ach, guck mal hier. Endlich mal wieder irgendwas. Pebbles ist noch im Wald hinter uns irgendwo. Wahrscheinlich. Hier ist Minze, oder? Nee, gar nichts das. Müssen ja schön fleißig sammeln. Disteln. Ich könnte mal die Kräutergärten von den ganzen Typen in Sasorle machen. Ach, schön. Und, Alter, Mann, was machst du so, seitdem du Pribis Labitz fertig gebaut hast? Ja, ich sammle Kräuter und so, ne? Nee, eigentlich wollte ich ja noch Nebenquests machen, zum Beispiel in Ledetschko. Und sonst wo noch. Wir müssen sowieso alle Orte mal abbreiten. In Uschitze habe ich, glaube ich, auch eine Quest. So, okay, jetzt müssen wir uns umgucken. Aha. Jetzt müssen wir es nur noch finden. Ja, hier müsste es sein. Nur welche Karte ist das? Vielleicht habe ich ja den Wegmarker genau drauf gesetzt. Das wäre ja grandios. Tatsächlich, guck mal, was ist das denn hier? Ist das so eine Heidenfigur? Vielleicht sollte ich doch die Karten benutzen. Ich bin zu blöd. Wenn ich die Provinz verlassen will, muss ich Herrn Ratzig um Erlaubnis bitten. Alter, guck mal, hier eine Höhle! Edle Stiefel? Die hatten wir, glaube ich, schon mal. Guck mal, gravierter Jupon. Rezept für Konservierungsmittel, Halskette, verpönter Würfel. Oh, schön. Edle Stiefel, wie sehen die denn aus? Naja, ich habe auf jeden Fall dann keine... Doch. Naja. Nee, behalten wir jetzt erstmal. Guck mal, der ist ja mal schick, oder? Aber der ist über der Rüstung, liegt ja auch. Aber wir sehen nicht so schick aus wie mit unserem Dingens. Cool. Sehr schön. Ich muss mir das alles mal in meine Kiste legen. So, und der nächste ist... Komm, wir gehen erstmal zu Fuß hier raus. Warte, liegt da irgendwas? Nö. Gehen wir erstmal Richtung Süden. Raus aus dem Wald. Steinpilz! Blöd, dass die vergammeln, aber ich glaube, das ist doch egal. Zum Thema Alchemie. Guck, ich so ein Trampelpfad. Mann, ist der süß, oder? Hier ist ein Kräutergarten. Da steht zum Beispiel nicht auf der Karte. Waldgarten. Minze, Baldrian und... Oh, das war toll. Oh, Tollkirche, das ist gut, auf jeden Fall. Hexenwerk! Wir vernichten den Kräutergarten, indem wir ihn pflücken. So. Nach Süden. Heps. Da geht's schon raus. Guck mal, wie licht es wird und hier die Wiese schon beginnt. Tada! Guck mal, ist doch ein Grabhügel, oder? Das ist ein Grabhügel. Sag nicht, dass wir jetzt hier die Kiste drin finden. Das kann gut sein. Das sind böse Rehe. Killer-Rehe. Ich muss die Menschheit von ihnen schützen. Ich dachte, ich hätte es erwischt. Pebbles. Pebbles. Wir gucken erst nach der Kiste. Und dann sehen wir weiter. Vielleicht soll ich einfach drauf gehen. Eigentlich sind die ja mal zu. Das ist eigentlich nur ein Sack oder so, ne? Das muss hier sein. Ist es noch einer?
Ist einfach nur... Nee, es müsste der hier sein. Würde mich aber auch täuschen. Baldrian! Und, ist das noch irgendwas? Nee, ne? Ist noch mehr Baldrian. Schläfriger Hügel. Stehen da Leute? Das sind Bienenstöcke, oder? Ja, das sind Bienenstöcke. Steht auch auf der Karte. Ich habe ja genug Baldrian. Hier soll auch noch was sein. Pebbles, komm mal her, wir gehen mal auf dich drauf. Sehen wir sowieso ein bisschen mehr. Ja! Genau. Ach, hier ist ein Grab, guck mal. Ach, wir sind voll falsch, glaube ich. Möglich. Keine Schaufel, Pebbles. Oh Mann, ich habe doch immer eine Schaufel. Pebbles. Pebbles, Pebbles, Pebbles. Ich glaube, das mit dem Hügelgrab ist falsch. Ja. Die nächste Kiste müsste... Eigentlich... Ich glaube, die ganze Karte ist falsch. Hier gibt es bestimmt irgendwo eine. Aber... Weg von der Straße... Ja. Boah, das schöne Feld. Ja. Das müsste das Hügelgrab sein. Das ist ja schon ziemlich... Aber es liegt echt nah beieinander. Ja. Und es müsste das eigentlich sein. Ich komme sonst wieder. Aber ich sehe es einfach nicht. Es könnte ja sonst was sein. Irgendwo hier müsste es, wenn dann, liegen, aber... Ah! Ja, nö, es müsste das hier sein. Eigentlich, Moment. Ach, man muss buddeln. Man muss buddeln. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwas, wo ich buddeln muss. Okay. Gibt es irgendwo wahrscheinlich... Gut, ne? Gut, das kann auch das Grab da hinten sein, wo wir jetzt eben hingeritten sind. Oder... muss hier buddeln. Aber das sieht man eigentlich. Ich glaube, ich hole mir nochmal die Schatzkarten mit. Dann gucke ich mir das selbst an. Ups. Dann gehen wir jetzt mal zur dritten Kiste. Da müssen wir die jetzt mal gerade weglassen. Ich muss sowieso einen Spaten holen. Hätte ich jetzt sowieso nicht ausgraben können. So, die nächste ist... Und zwar, eigentlich... Ja. Nee, ich glaube eher, dass das hier der Schatz ist. Ich glaube, meine Karte ist kaputt. Ja? Ja! Sei denn, ist jetzt direkt Wasser. Nee. Ich glaube, die Karte ist nicht korrekt. Gerade hier oben, ich habe mich schon gewundert, dass die Leute echt alles... Ah! Ja! Pebbles, wir hängen fest. Es gibt auch einen Underwater Horse, da kann man mit Pebbles durch Flüsse reiten. Jetzt müssen wir erst hinter die Hecke. Kann auch sein, dass der Schatz irgendwo hier drin ist. Das sah doch jetzt echt danach aus. Kann auch das Grab gewesen sein. Ja. Kann man aber nicht durch. Aber cooles Versteck. Es macht so Spaß, einfach hier rumzurennen. Ja. Hier will ich ein Häuschen hinbauen. Ich will überall Häuschen hinbauen. Jetzt müssen wir ins Tal.
Ja. Ups, so. Ich glaube, da oben das Grab war die Kiste. Ja. Jetzt müssen wir gucken, ob wir irgendwo mal. So, jetzt müssen wir hier eine Fischstelle oder eine Reuse finden. Ach, guck mal hier. Ach, hier ist ein Jäger oder ein Wilderer. Wir werden es sehen. Sieht aber eher nach einem Läderer aus. Wir werden es sehen. So. Ach, guck mal, wie hübsch. Angelplatz. Aber ich kann doch nicht angeln, oder? Doch, warte mal. Es gibt doch Angeln. Ich habe noch gar nicht geangelt. Guck mal, wie hübsch das hier ist. Aber es kommt mir bekannt vor. Ach, guck mal, das Skalitze. Ah, ja. Traurig. Traurig, traurig. Hinten sind Reusen. So, und laut Dingens. Ich will jetzt nicht ins Wasser springen. Da, da, vielleicht. Tada! Leicht. Edle dunkle Schuhe, Eschenbogen geroschen, 375 Grundlagen des Reitens, Halskette, Rezept für Akila, Würfel für ungerade Zahlen. Das ist auch geil. Cool, haben wir einiges gefunden. War nicht schlecht. Pebbles, wir haben coole Sachen gefunden. Ich muss das alles mal in eine Kiste packen. Aber ich weiß ja nicht, ob ich diesen Safegun behalten darf. Wie gesagt, soll ja bald ein Update kommen, angeblich. In einem Jahr. Und dann, vielleicht ist das dann gefixt. Möglich. Ein paar Sachen vielleicht. Leute, das war's von mir erstmal für heute von Kingdom Come Deliverance. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann gehen wir mal auf Nebenquest Hunt. Und zwar, das hier geht nicht. Das mit dem Masterjäger ist kaputt. Aber wir haben hier eine Quest, dann eine Quest, da eine Quest, da eine Quest. Nebenquest. Für den Simon haben wir ja eine Dingens. Wir reisen jetzt erstmal nach Lechko und auf der Reise verabschiede ich mich. Bis dahin, haut rein.